Herr Stockschaller. Ja. Meine Herren Richter, ich habe vor der Vertagung am Freitag zum Schluss die Stellung und das Verhalten des Angeklagten Funk zur Judenfrage gewürdigt und bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, dass bei dem Erlass der Durchführungsverordnungen von Ende 38 zum gesetzlichen Ausschluss der Juden aus dem Wirtschaftsleben der Angeklagte Funk nur in seiner Eigenschaft als Reichsbeamter und in Erfüllung der Pflichten dieses Amtes gehandelt hat. Ich habe am Freitag meine hierauf bezüglichen Ausführungen mit den Worten beendet: Pflichtbewusstsein auf der einen und menschliches Empfinden auf der anderen Seite sei es gewesen, das den Angeklagten Funk auf seinem Posten hielt und ihn damit in eine Situation brachte, die ihm heute als verbrecherische Handlungsweise zur Last gelegt wird. Nunmehr, meine Herren Richter, wende ich mich zum letzten Kapitel der Würdigung des Angeklagten Funk, seiner Motive und seiner Handlungen und beschäftige mich infolgedessen mit den SS-Goldablieferungen an die Reichsbank und mit dem Verhältnis des Angeklagten Funk zur Frage der Konzentrationslager. Also ich bringe Ausführungen, die auf Seite 58, ich wiederhole Seite 58, des Ihnen vorliegenden schriftlichen Exposé niedergelegt sind. Es ist eine wirklich besondere Tragik im Leben des Angeklagten Funk, dass er nicht nur im Jahre 1938 durch das Schicksal dazu verurteilt wurde, die Durchführungsverordnungen zu Gesetzen erlassen zu müssen, die er innerlich stets verurteilte und ablehnte wie kein zweiter, sondern dass er dann nochmals, nämlich im Jahre 1942, in einer besonders fürchterlichen Weise mit Judenverfolgungen in Zusammenhang geriet. Ich denke hier an das Depot der SS bei der Reichsbank, also an die Angelegenheit, für die hier ein Film aus der Stahlkammer der Reichsbankfiliale Frankfurt vorgeführt und für die zwei Zeugen gehört wurden, nämlich der Vizepräsident Emil Puhl und der Reichsbankrat Albert Thoms. Über diese Angelegenheit des Golddepots der Reichsbank war der Angeklagte Funk schon im Vorverfahren, nämlich am 4.6.45, gelegentlich befragt worden. In der Urkunde PS 2828. Allerdings waren ihm damals Einzelheiten nicht bekannt gegeben worden. Und Funk hat auch damals dasselbe wie hier vor Gericht erklärt. Nämlich, dass er mit dieser Angelegenheit nur einige wenige Male kurz befasst worden war und dass er ihr keinerlei Bedeutung beigemessen habe. Das ist auch der Grund, warum der Angeklagte Funk sich an diese Vorgänge zunächst hier in der Verhandlung nicht mehr genauer erinnern konnte. Er wusste also nicht mehr davon, als er schon früher gesagt hatte. Immerhin aber, meine Herren Richter, musste Funk damit rechnen, dass diese Sache in der Verhandlung, jedenfalls beim Kreuzverhör, zur Sprache gebracht werden würde. Das geschah dann auch durch die amerikanische Anklagevertretung am 7. Mai
1946. Und sie hat ein Affidavit des Zeugen Emil Puhl, des Vizepräsidenten der Reichsbank, vorgelegt, worin Puhl zunächst den Angeklagten Funk schwer zu belasten schien. Nun ist es bemerkenswert, dass der Angeklagte Funk seit Beginn des Prozesses immer wieder gerade auf diesen Zeugen Puhl sich für verschiedene Punkte berufen und seit Dezember 1945 dessen Vernehmung wiederholt verlangt hatte. Das hätte nach menschlichem Ermessen Funk sicher nicht getan, wenn er ein schlechtes Gewissen gehabt hätte. Und wenn er damit hätte rechnen müssen, dass er durch seinen eigenen Zeugen in schwerster Weise hinsichtlich der KZ-Geschichten belastet würde. Nun hat sich aber durch die hier im Gerichtssaal erfolgte mündliche Vernehmung des Zeugen Emil Puhl einwandfrei herausgestellt, dass Puhl die ursprünglich belastenden Angaben in seinem Affidavit überhaupt nicht mehr aufrechterhalten konnte, soweit es sich um die Person des Angeklagten Funk und um dessen Wissen über die Details der Depots der SS handelte. Wohl war Funk, wie er sich nach der Vernehmung des Puhl erinnerte, und ich habe hierüber ja auch eine Berichtigung seiner eidlichen Zeugenaussage vorgelegt, seinerzeit gelegentlich einmal vom Reichsführer SS Himmler gefragt worden, ob in den Tresorräumen der Reichsbank Wertsachen aufbewahrt werden könnten, die von der SS im Osten beschlagnahmt worden seien. Diese Frage Himmlers hat Funk damals bestätigt. Und zu Himmler erklärt, dieser könne ja jemand beauftragen, der die Sache mit dem Vizepräsidenten Puhl besprechen und regeln solle. Dazu erklärte seinerzeit Himmler gegenüber dem Funk, das könne sein Gruppenführer Pohl machen. Dieser werde sich dann mit dem Vizepräsidenten Puhl in Verbindung setzen. Das war alles, was seinerzeit, ich glaube 1942, Funk mit dem Reichsführer SS Himmler gesprochen hat. Und was er dann damals gelegentlich seinem Vizepräsidenten Puhl wieder mitteilte. Weil ja Puhl die Geschäfte der Reichsbank tatsächlich führte und deshalb für diese Angelegenheit zuständig war. Irgendetwas Auffälliges war in dieser Frage des Reichsführers SS Himmler nicht enthalten. Jedenfalls für Funk nicht erkennbar. Denn die SS versah damals, so viel Funk wusste, den gesamten Polizeidienst in den besetzten Ostgebieten. Sie hatte aus diesem Grund oft Wertgegenstände zu beschlagnahmen, genauso wie die gewöhnliche Polizei im Inland, als innerhalb Deutschlands, es auch getan hat. Außerdem waren ja auch in den besetzten Ostgebieten alle Goldmünzen, Devisen und so weiter aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ablieferungspflichtig. Und diese Ablieferungen erfolgten in den Ostgebieten natürlich an die SS, weil andere Staatsstellen hierfür dort überhaupt nicht eingerichtet waren. Funk wusste auch, dass die KZ-Lager der SS unterstanden. Und er war der Meinung, dass er sich bei den Werten, die von der SS bei der Reichsbank zur Aufbewahrung gegeben werden sollten, wohl um solche Werte handelt würden, die auch sonst, also seitens der gesamten Bevölkerung, ablieferungspflichtig waren. Endlich war die SS, wie ja auch durch den Prozess festgestellt wurde, ständig an den Kämpfen im Osten genauso beteiligt wie die Wehrmacht.
Wie diese, so hatte auch die SS sogenanntes Beutegut in den verlassenen und zerstörten Städten des Ostens gesammelt und an das Deutsche Reich abgeliefert. Es war also für Funk durchaus nichts Auffälliges, wenn die SS Gold und Devisen besaß und ordnungsgemäß zur Ablieferung brachte. Das Wesentliche an dieser ganzen Angelegenheit ist nun die Frage, ob der angeklagte Funk gewusst oder gesehen hat, dass unter den von der SS gebrachten Sachen sich in auffallender Menge auch goldene Brillenfassungen, Goldzähne und ähnliche Sachen befanden, die nicht aufgrund einer ordnungsgemäßen Beschlagnahme, sondern nur auf verbrecherische Weise in den Besitz der SS gekommen waren. Wenn, ich betone, meine Herren, wenn der Angeklagte, dem angeklagten Funk nachgewiesen werden könnte, dass er derlei Dinge in dem Depot der SS gesehen hatte, so hätte ihn das selbstverständlich stutzig machen müssen. Wir haben aber von dem Zeugen Pool, dem Vizepräsidenten der Reichsbank, mit aller Bestimmtheit gehört, dass der angeklagte Funk hiervon keine Kenntnis hatte. Ja, dass auch der Vizepräsident Pool selbst hiervon nichts Näheres wusste. Jedenfalls hat Funk niemals gesehen, welche Goldsachen im Einzelnen und in welcher Menge sie für die SS gebracht wurden. Man hat nun gegen Funk angeführt, dass er selbst einige Male in die Tresorräume der Berliner Reichsbank gekommen sei. Und man hat daraus folgern zu können geglaubt, dass er hätte sehen müssen, welche Gegenstände von der SS bei der Reichsbank abgeliefert worden sind. Diese Schlussfolgerung ist aber offensichtlich falsch. Denn es steht durch die Beweisaufnahme fest, dass Funk während der ganzen Kriegszeit überhaupt nur einige wenige Male in die Tresorräume der Reichsbank kam. Zu dem Zweck, um diese Räume und die dort aufbewahrten Goldbarren der Reichsbank besonderen Besuchern, namentlich ausländischen Gästen, zu zeigen. Er hat aber bei diesen paar Besuchen der Tresorräume niemals das Depot der SS gesehen. Er hat niemals wahrgenommen, was im Einzelnen die SS bei seiner Bank deponiert hatte. Das steht einwandfrei fest, nicht nur durch die beschworene Aussage des angeklagten Funk selbst, sondern auch durch das mündliche Zeugnis hier im Sitzungssaal seitens des Vizepräsidenten Pool und seitens des Reichsbankrates Thoms. Dieser gewiss unverdächtige Zeuge der Staatsanwaltschaft, der sich bekanntlich selbst als Zeuge gemeldet hatte, hat hier auf Eid bestätigt, dass die Wertsachen von der SS in verschlossenen Koffern, Kisten und Säcken eingeliefert und in diesen Behältern auch aufbewahrt wurden. Und dass Funk niemals in den Tresorräumen anwesend war, wenn durch die Beamten der Bank der Inhalt einer einzelnen Kiste oder eines Koffers sortiert wurde. Der Zeuge Thoms, der diese Tresorräume leitete, hat dem angeklagten Funk überhaupt niemals dort gesehen. Funk hat also weder den Umfang gekannt, den allmählich
im Lauf der Zeit die Einlieferungen der SS annahmen, noch hat er gewusst, dass Schmucksachen, dass Perlen und Edelsteine, dass Brilleneinfassungen und Goldzähne sich unter dem Depot befanden. Er hat das alles niemals gesehen und es hat ihm auch keiner seiner Beamten davon jemals eine Mitteilung gemacht. Nun hat zwar die Anklagevertretung gemeint, Funk müsse als Reichsbankpräsident doch gewusst haben, was in den Tresors seiner Bank verwahrt wird. Aber auch dieser Schluss ist offensichtlich falsch und trägt den tatsächlichen Verhältnissen einer großen Zentralnotenbank keine Rechnung. Funk, der ja außerdem noch Reichswirtschaftsminister war, hatte in seiner Eigenschaft als Reichsbankpräsident keinerlei Veranlassung, sich um ein einzelnes Depot eines Kunden zu kümmern, auch wenn dieses zufällig der SS gehörte. Er hat sich als Reichsbankpräsident auch nicht um andere Depots der Kunden seiner Bank gekümmert, da dies nicht seine Aufgabe war. Er hat lediglich einmal infolge einer Anregung seines Vizepräsidenten Puhl den Reichsführer SS Himmler gefragt, das war das die zweite Unterredung mit Himmler, hat also Himmler gefragt, ob die bei der Reichsbank von der SS deponierten Werte verwertet werden können. Das heißt, im legalen Geschäftsverkehr der Reichsbank. Himmler hat das gestattet und Funk hat das dann wieder seinem Vizepräsidenten Puhl mitgeteilt. Er hat dabei aber nur an Goldmünzen und an Devisen gedacht. Also an jene Werte, die ganz allgemein im Deutschen Reich an die Reichsbank abgeliefert werden mussten und von der Reichsbank verwertet werden konnten und mussten. Auf den Gedanken, dass sich in dem Depot auch Goldzähne und ähnliche merkwürdige Dinge befinden könnten, die von verbrecherischen Handlungen im KZ-Lager stammen würden, ist Funk niemals gekommen. Hiervon hat er zu seinem Entsetzen erst hier im Sitzungssaal während des Prozesses erfahren. Das Einzige, meine Herren Richter, was zunächst noch als ein gewisses Verdachtsmoment an der Aussage des Zeugen Puhl übrig zu bleiben schien, das war die Frage der Geheimhaltung, die ja auch bei der Vernehmung der Zeugen eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Vizepräsident Puhl hat hier als Zeuge anfänglich erklärt, Funk, der angeklagte Funk, habe ihm gesagt, die Sache des Depots der SS müsse besonders geheim gehalten werden. Funk dagegen hat das stets mit aller Entschiedenheit bestritten. Und er hat auf seinem Eid angegeben, von einer derartigen Geheimhaltung mit Puhl überhaupt nicht gesprochen zu haben. Es stand also zunächst hier im Sitzungssaal Aussage gegen Aussage, Eid gegen Eid. Die auf diesen Punkt bezüglichen Angaben des Vizepräsidenten Puhl erschienen aber von Anfang an etwas widerspruchsvoll. Denn das eine Mal sagte der Vizepräsident Puhl, diese Geheimhaltung sei für ihn nichts Auffälliges gewesen. Schließlich erstrecke sich die Geheimhaltung ja auf alle Dinge, die in einer Bank vorkommen. Auf eine besondere Frage erklärte dann Puhl wiederholt, es sei ihm durchaus nicht aufgefallen, dass angeblich der angeklagte Funk von einer Geheimhaltung gesprochen habe. Als dann aber die eidesstattliche Versicherung des Zeugen Thoms vom 8. Mai 1946 verlesen und dem Zeugen Puhl vorgehalten wurde, bekundete Puhl zum Schluss auf seinen Eid hier am 15. Mai 1946. Es sei daraus genau ersichtlich, dass der Wunsch nach Geheimhaltung
von der SS ausging. Die SS habe Wert darauf gelegt, dass die Sache behandelt, geheim behandelt werde. Die SS sei, wie Pohl sich ausdrückte, der Ausgangspunkt der Geheimhaltungspflicht gewesen. So lautete wörtlich am Schluss die Erklärung des Zeugen Pohl, die er dann auch beeidigte und an deren Ende er nochmals bestätigte, dass die Geheimhaltungspflicht von der SS auferlegt und von der SS gewünscht worden sei. Damit, meine Herren Richter, war der anfängliche Widerspruch zwischen den Angaben des Angeklagten Funk und jenen des Zeugen Pohl zu diesem Punkt restlos beseitigt, und zwar zugunsten des Angeklagten. Pohl hat seine ursprüngliche Behauptung, dass Funk es gewesen sei, der die Geheimhaltung der SS-Depot angeordnet habe, selber nicht mehr aufrechterhalten können, und es muss deshalb bei ihrem Urteil davon ausgegangen werden, dass auch in diesem Punkt die Aussage des Angeklagten Funk richtig ist und den Vorzug verdient. Denn er hat von allem Anfang an und mit aller Bestimmtheit auf Eid erklärt, dass er selber von einer Geheimhaltung nichts gewusst hat und dass er von einer solchen Geheimhaltung zu Pohl auch nichts gesagt hat. Für Funk lag also auch gar keine Veranlassung vor, überhaupt von einer besonderen Geheimhaltung gegenüber Pohl zu sprechen, da Funk offensichtlich der Meinung war, es handle sich lediglich um Werte, die abgeliefert werden mussten, die also zu beschlagnahmen waren und die zum regelmäßigen, zum legalen Geschäftsbereich der Reichsbank gehörten und die nicht verheimlicht zu werden brauchten, gleichwie ob diese ablieferungspflichtigen Sachen im Eigentum eines KZ-Häftlings oder im Eigentum einer freien Person standen. Warum nun eigentlich die SS ihrerseits bei dem Vizepräsidenten Pohl auf Geheimhaltung Wert legte und warum sie weiterhin das Depot auf den Namen, auf den Decknamen Melmer statt auf den Namen der SS anlegte, ist durch die Beweisaufnahme nicht geklärt worden. Und die Staatsanwaltschaft hat ihrerseits auf diese Klärung in diesem Punkt keinen Wert gelegt. Jedenfalls ist aber das Verlangen der SS nach Geheimhaltung dem Vizepräsidenten Pohl offensichtlich auch genauso wenig wie dem Zeugen Thoms, der ja an der Sache vollkommen unbeteiligt ist und der uns bestätigte, dass diese Geheimhaltung nichts Besonderes gewesen sei. Aber eines, meine Herren Richter, ist doch Tatsache, dass nämlich vor dem zahlreichen Personal der Reichsbank durchaus nichts geheim gehalten wurde, um was für Gegenstände im Einzelnen es sich handelte. Im Gegenteil, das eigene Reichsbankpersonal wurde sogar vom Vizepräsidenten Pohl mit der Sortierung der eingelieferten Wertsachen und mit deren Verwertung bei der Pfandleihanstalt betraut. Dutzende von Reichsbankbeamten, die regelmäßig in den Tresor kamen, konnten alltäglich dort die einzelnen Sachen sehen. Und die Reichshauptkasse, also ein von der Reichsbank getrenntes Institut, hat über die Verwertung der Goldsachen genau, durchaus ordnungsgemäß und ganz offen mit dem Reichsfinanzministerium jeweils abgerechnet. Ob und welche Vereinbarungen nun zwischen dem Reichsfinanzminister und dem Reichsführer SS Himmler, welchen der Verrechnung der Goldsachen mit dem Reich getroffen wurden, entzieht sich natürlich der Kenntnis des Angeklagten Funk, und zwar auch heute noch. Dafür hat er sich nie interessiert, ihm ging es ja auch nichts an. All diese durch die Beweiserhebung festgestellten Tatsachen sprechen zwingend dafür, dass Funk selber von den Sachen nichts wusste, die seinerzeit bei der Reichsbank eingeliefert wurden. Und dass auch der Vizepräsident Pohl und der Reichsbankrat Thoms über die Sachen nichts Schlechtes dachten, obwohl mindestens Thoms gesehen hat,
woraus im Einzelnen das Depot bestand. Aus diesem Grund braucht die naheliegende Frage nicht mehr untersucht zu werden, ob die anfänglichen Angaben des Pool, des Vizepräsidenten Pool, hinsichtlich des Depots der SS nicht vielleicht von vornherein deshalb mit einer gewissen Vorsicht aufzunehmen waren, weil Pool offensichtlich, mindestens bei seinem schriftlichen Affidavit, das begreifliche Bestreben hatte, die Verantwortung von sich auf seinen Präsidenten Funk abzuwälzen, um sich damit von der eigenen Verantwortung für einen unangenehmen Tatbestand zu befreien, als ihm in der Gefangenschaft gesagt wurde, dass die Goldsachen der SS zum großen Teil aus Brillenfassungen und Goldzähnen bestanden haben und den KZ-Opfern abgenommen worden sind. Ursprünglich hatte offenbar auch Pool sich bei der ganzen Sache überhaupt nichts Schlechtes gedacht gehabt. Für ihn war die Angelegenheit ein gewöhnliches Geschäft der Reichsbank für Rechnung des Deutschen Reiches, das er genauso behandelte, wie wenn zum Beispiel von der Zollfahndungsstelle oder von der Devisenstelle oder von anderen Staatsbehörden Goldsachen und Devisen kamen, die beschlagnahmt worden waren. Meine Herren, aber mag man nun die Verantwortung des Vizepräsidenten Pool beurteilen, wie man will. Auf alle Fälle liegen diese Dinge außerhalb jeglicher Verantwortung des Angeklagten Funk, mit dem allein sie zu diesem Punkt es hier zu tun haben. Dieser hat mit Pool in der Folgezeit nur noch 2 oder 3 ganz kurze und nebensächliche Gespräche über dieses Golddepot geführt, um die eingelieferten Goldmünzen und Devisen der ordnungsgemäßen Verwertung zuzuführen. Im Übrigen hat sich Funk um diese ganze Angelegenheit überhaupt nicht mehr gekümmert. Er hat von der Sache noch weniger gewusst wie Pool. Und es ist nicht ohne Bedeutung, dass Pool hier auf seinen Eid erklärt hat, er, der Pool, hätte die Goldsachen überhaupt nicht in das Depot der Reichsbank nehmen lassen, wenn er eine Ahnung davon gehabt hätte, dass die Sachen von der SS den KZ-Opfern auf verbrecherische Weise abgenommen waren. Wenn der Vizepräsident Pool das schon nicht wusste und das nicht ahnen konnte, dann konnte Funk es noch weniger wissen. Und die anfängliche Bekundung des Pool, die dahin gegangen war, dass mit Wissen und Willen, wie er seinerzeit gesagt hat, mit Wissen und Willen des Funk die Goldsachen von der Reichsbank angenommen und mit Hilfe des Reichsbankpersonals verwertet worden seien, diese anfängliche Bekundung war mindestens eine grobe Irreführung der Anklagebehörde durch den Vizepräsidenten Pool gewesen, der sich nachträglich, als er die wahren Zusammenhänge erst in der Gefangenschaft erfuhr, sicherlich genauso Gewissensbisse gemacht hat wie Funk, obwohl dieser an der Sache unschuldig war. Pool hat ja schließlich auch noch auf Eid hier erklärt, auch er hätte solche Geschäfte nicht geduldet und hätte die Angelegenheit sowohl beim Reichsbankdirektorium wie beim Präsidenten Funk zur Sprache gebracht, wenn er gewusst hätte, dass die Wertsachen von KZ-Opfern stammen und um welche Sachen im Einzelnen es sich gehandelt hat. Ich komme daher zu diesem Kapitel, zu dem Ergebnis. Die Reichsbank hat zwar, und zwar für Rechnung des Deutschen Reiches, Geschäfte ausgeführt, deren Gegenstände aus verbrecherischen Handlungen der SS herrührten. Aber der Angeklagte Funk hat hiervon nichts gewusst. Bei Kenntnis des wahren Sachverhalts hätte er solche Geschäfte nicht geduldet. Er kann deshalb strafrechtlich für diesen Tatbestand nicht verantwortlich gemacht werden. Das Gleiche, meine Herren Richter, gilt auch hinsichtlich des Reichsbankkredites für die Geschäftsbetriebe der SS, hinsichtlich dessen ich mich nur auf einige Sätze beschränken kann. Auch zu diesem Punkt hat der Zeuge Pool in seinem schriftlichen Affidavit vom 3. Mai 1946 zunächst eine vollkommen irreführende Darstellung gegeben gehabt. Er hat nämlich ursprünglich behauptet,
der von der Goldis Goldbank auf Weisung des angeklagten Funk zur Verfügung gestellte Kredit von 10 bis 12 Millionen Reichsmark habe gedient, und ich zitiere jetzt wörtlich aus seinem Affidavit, zur Finanzierung der Fabriken, der Fabrikation in SS-Fabriken durch Arbeitskräfte aus KZ-Lagern. Soweit das Zitat. In seiner mündlichen Zeugvernehmung wurde nun Puhl gefragt, ob denn Funk irgendeine Kenntnis davon hatte, dass in diesen Fabriken überhaupt Leute aus den Konzentrationslagern beschäftigt würden. Hierzu erklärte nun Puhl wörtlich, ich möchte das annehmen, aber wissen kann ich es nicht. Soweit seine mündliche Erklärung. Er konnte also über die Kenntnis des Funk nichts Bestimmtes bekunden, sondern nur eine Vermutung ausdrücken. Dagegen ist die Aussage von Funk selbst über diesen Punkt durchaus klar und überzeugend. Sie ging dahin, dass er zwar von dem Kreditantrag der SS Kenntnis hatte, dass er diesen Kredit auch bewilligte, dass er aber niemals davon wusste, welcher Art die betreffenden SS-Betriebe waren und welche Leute in ihnen beschäftigt wurden. Das hat Funk auch beschworen. Dieses Kreditgeschäft, das übrigens schon etwa 2 Jahre vor der Sache mit dem Golddepot der SS lag, also schon etwa 1940, belastet demnach weder den angeklagten Funk noch den Zeugen Vizepräsident Puhl. Beide haben damals, 1940, die Zustände in den KZ-Lagern nicht gekannt, sondern hierauf erst viel später, nämlich im Laufe dieses Prozesses, hiervon Kenntnis erhalten. Und der angeklagte Funk hat auch nichts davon gewusst, dass in den erwähnten Fabriken der SS, für welche der Kredit bestimmt war, Leute aus KZ-Lagern beschäftigt wurden. Meine Herren, in diesem Zusammenhang erscheint es notwendig, noch mit ein paar Sätzen die Frage zu besprechen, ob Funk jemals ein KZ-Lager besucht hat. Der hier vernommene Zeuge Dr. Blaha hat bekundet, hier auf dem Zeugenstand, Dr. Funk sei im ersten Halbjahr 1944 einmal in Dachau gewesen. Dieser Besuch sei erfolgt im Anschluss an eine Finanzministerbesprechung, an der Funk im Berchtesgaden oder in einem anderen Ort dieser Gegend teilgenommen habe. Aber meine Herren, der Zeuge Dr. Blaha hat damals, als er hier vernommen wurde, nicht selber etwas darüber aussagen können, dass er den angeklagten Funk selber in Dachau gesehen habe. Er hat vielmehr in Dachau nur von Lagerinsassen, also von anderen Leuten, gehört, dass bei einem größeren Besuch des Lagers angeblich auch der Reichswirtschaftsminister Funk anwesend gewesen sei. Gesehen hat er ihn nicht. Er hätte ihn ja auch nicht gekannt. Funk selbst hat nun diesen Besuch in Dachau von allem Anfang an mit Entschiedenheit bestritten. Er hat das auch auf seinen Eid genommen und aus der eidesstattlichen Versicherung seines ständigen Begleiters Dr. Schwedler, dessen Affidavit im Dokumentenbuch Funk Nummer 13 Ihnen vorliegt, ergibt sich einwandfrei, dass Funk überhaupt niemals in einem KZ-Lager gewesen ist. Das müsste Dr. Schwedler wissen, denn er war damals der ständige Begleiter des Angeklagten und wusste für jeden Tag, wo Funk sich aufhielt. Funk war ja auch niemals Finanzminister, wie der Zeuge Dr. Blaha angenommen hat, und er hat niemals an einer Besprechung der Finanzminister teilgenommen. Es unterliegt also keinem Zweifel, dass das, was der Zeuge Dr. Blaha nur vom Hörensagen hier erzählen konnte, auf falscher Information beruht.
auf eine Verwechslung mit irgendeinem anderen Besucher, was umso leichter möglich war, da der angeklagte Funk in der Öffentlichkeit ziemlich unbekannt gewesen ist. Das Ergebnis ist also, Funk hat niemals ein KZ-Lager besucht und hat niemals die in solchen Lagern herrschenden Zustände persönlich wahrgenommen. Mit dieser Feststellung will nun Funk freilich nicht etwa behaupten, dass er überhaupt nichts von der Existenz von KZ-Lagern gewusst hätte. Wie wohl jeder andere Deutsche hatte Funk selbstverständlich davon Kenntnis, dass es seit 1933 in Deutschland KZ-Lager gab. Genauso wie er wusste, dass es auch Zuchthäuser, Gefängnisse und sonstige Strafanstalten in Deutschland gab und gibt. Was ihm aber unbekannt war und worauf ich hier Wert lege, das war die überaus große Zahl derartiger KZ-Lager und ihrer in die Hunderttausende, ja in die Millionen gehenden Insassen. Unbekannt waren ihm auch die in diesen Lagern verübten und erst durch den Prozess festgestellten zahllosen Gräueltaten. Funk hat insbesondere erst durch den Prozess erfahren, dass es sogar Vernichtungslager gab, die dazu dienten, Millionen von Juden zu ermorden. Davon hatte Funk keine Kenntnis. Das hat er hier auch beschworen und das erscheint auch durchaus glaubhaft. Denn eines der wichtigsten Ergebnisse dieses Prozesses besteht nach der Auffassung der Verteidigung in dem Nachweis der Tatsache, dass das deutsche Volk in seiner Allgemeinheit von den Zuständen in den KZ-Lagern und von deren riesigen Zahl keine Kenntnis hatte. Dass vielmehr diese Zustände in so raffinierter und grausamer Weise geheim gehalten wurden, dass sogar die höchsten Beamten des Reiches bis zu den sogenannten Ministern hinauf nichts hiervon erfuhren. Meine Herren Richter, damit hat die Verteidigung zu demjenigen Teil der Anklagestellung genommen, der im Falle seiner Wahrheit den Menschenfunk am schwersten und furchtbarsten hätte belasten müssen. Man mag über Gewalttaten im politischen und wirtschaftlichen Kampf, namentlich in stürmischen Revolutionszeiten, denken, wie man will. Über einen Punkt kann es auch nach der Ansicht des angeklagten Funk keine Verschiedenheit der Auffassung geben. Nämlich hinsichtlich der KZ-Gräuel, wie sie seit Jahren, insbesondere gegen die jüdische Bevölkerung, verübt wurden. Wer sich an solch unerhörten Gräueltaten beteiligt hat, der soll auch nach der Auffassung des ganzen deutschen Volkes hierfür mit aller Härte dienen müssen. Das ist auch der Standpunkt, den der angeklagte Funk einnimmt und den er auch hier zum Ausdruck brachte, als er am 6. Mai 1946 vom Zeugenstand aus dem amerikanischen Ankläger antwortete, er empfinde als Mensch und als Deutscher eine schwere Schuld und eine tiefe Scham über das, was deutsche Menschen an Millionen von Unglücklichen verbrochen haben. Meine Herren Richter, damit bin ich am Ende der Betrachtung des Falles Funk angelangt, soweit er das Strafrecht betrifft. Und nur das
ist die Aufgabe der Verteidigung in diesem Strafprozess. Die Prüfung der Beweisergebnisse zum Falle Funk hat nach der Auffassung dieses Angeklagten für seine Person den Beweis erbracht, dass eine strafrechtliche Schuld, eine kriminelle Schuld auf seiner Seite nicht vorliegt. Und dass er mit gutem Gewissen Sie um seine Freisprechung bitten kann, da er kriminelle Verbrechen niemals in seinem Leben begangen hat. Ihre Aufgabe als Richter wird es nun sein, auch gegen den angeklagten Funk das richtige Urteil zu finden. Ein Urteil, das ihn nicht büßen lässt für fremde Schuld, die er nicht verhindern konnte, ja vielleicht nicht einmal kannte, sondern dass nur das Maß seiner eigenen Schuld feststellt. Und zwar nicht seiner politischen Schuld, sondern seiner strafrechtlichen Schuld, die allein den Gegenstand ihres Verfahrens zu bilden hat. Ein Urteil, das nicht nur heute Bestand hat, sondern das auch in Zukunft als zutreffend anerkannt wird, wenn wir von diesen fürchterlichen Ereignissen den nötigen zeitlichen Abstand gewonnen haben und dann leidenschaftslos all diese Dinge wie Vorkommnisse einer fernen Geschichte betrachten können. Ein Urteil, meine Herren Richter, das nicht nur die von Ihnen vertretenen Völker befriedigt, sondern auch vom deutschen Volk in seiner Gesamtheit als gerecht und weise anerkannt wird. Ein Urteil endlich, das nicht nur vernichtet und Rache übt und Hass für die Zukunft sät, sondern das dem deutschen Volk den Wiederaufstieg ermöglicht und erleichtert zu einer glücklicheren Zukunft der Menschenwürde und der Nächstenliebe, der Gleichheit und des Friedens.